Ja, was kann da passieren? Ich habe Ihnen hier mal zwei Geraden mitgebracht. Ja, welche G und welche H ist ja egal. Was kann passieren, wenn man... Die sind jetzt hier im Raum. Ja, ganz klar. Was kann passieren, wenn die im Raum sind? Erster Fall, die beiden Geraden schneiden sich. Zweiter Fall, naja, die beiden Geraden schneiden sich nicht. Die sind parallel. Und zwar echt parallel. Dritter Fall, die schneiden sich nicht und sind auch nicht parallel. Man nennt dann diese Geraden windschief. Und der letzte Fall ist, naja, die sind eigentlich ein und dieselbe Gerade. Das heißt, G und H sind identisch. Das schreiben wir uns jetzt entsprechend auf. Erster Fall. Wir hatten G und H schneiden sich in einem Punkt P. Dieser Fall. Ich habe Ihnen da ein kleines Bildchen mitgebracht und vorbereitet. Da haben wir schon das Bildchen. Sie sehen, hier haben wir die gerade G und die gerade H und die schneiden sich genau in diesem Punkt P. Was bedeutet das für das zugehörige lineare Gleichungssystem, wenn wir das sozusagen berechnen? Naja, das lineare Gleichungssystem liefert uns als Lösung diesen Punkt P, ja, wenn wir die Parameterdarstellung von G und H gleichsetzen. Ja. Das heißt, es hat genau eine Lösung. Zweiter Fall. Das war der Fall. Dieser hier, die beiden Geraden schneiden sich nicht im Raum. Die sind echt parallel. Sie sehen hier die gerade G und die gerade H und diese beiden sind echt parallel. Was bedeutet es, wenn man die Parameterdarstellung von G und H sozusagen gleichsetzt und das zugehörige lineare Gleichungssystem betrachtet? Naja, erinnern Sie sich an den Fall paralleler Geraden in der Ebene. Da hatte das zugehörige lineare Gleichungssystem keine Lösung. Aber das reicht hier noch nicht aus, weil wir hatten ja auch den Fall windschiefe Geraden, die schneiden sich ja auch nicht. Das heißt, wir müssen noch die Richtungsvektoren anschauen von G und H.
Und die sind natürlich linear abhängig bzw. parallel. Ich kürze es ab. Also keine Lösung. Und linear abhängig sind die Richtungsvektoren. Nächster Fall. Ja, der nächste Fall war dieser hier. Ich hatte es Ihnen gezeigt, dann mit Hilfe dieser Spaghetti. Die beiden Geraden im Raum sind ja nicht parallel, aber die schneiden sich trotzdem nicht. Ja, es könnte so sein, ja, könnten so sein. Ja. Das heißt, man sagt, die sind windschief. Das ist die Fachbezeichnung. So, das sehen Sie auch nochmal auf dieser Abbildung hier. Hier haben wir die Gerade G und hier haben wir die Gerade H im Raum. Die schneiden sich nicht, sind aber auch nicht parallel. Das bedeutet, ja, die sind windschief. Was heißt das für das lineare Gleichungssystem? Naja, die haben keinen Schnittpunkt, also besitzt das zugehörige lineare Gleichungssystem, wenn Sie die Parameterdarstellung von G und H gleichsetzen, keine Lösung. Aber Sie müssen noch die Richtungsvektoren betrachten und die sind natürlich hier nicht parallel, das heißt, die sind linear unabhängig. Ich kürze es wieder ab, linear unabhängig. So bleibt nur noch der letzte Fall. Das war der Fall, G und H sind gleich, das heißt, G und H sind identisch. Das sehen Sie auch hier auf diesem Bild. Sie haben nämlich nur die gerade G, die ist identisch mit der geraden H. Selbstverständlich, wenn wir das zugehörige lineare Gleichungssystem betrachten, wenn wir die beiden Parameterdarstellungen von G und H gleichsetzen, dann haben wir genau den gleichen Fall wie in der Ebene, nämlich das zugehörige lineare Gleichungssystem, besitzt unendlich viele Lösungen, nämlich alle Punkte auf der geraden G bzw. H.
So, das waren die vier Fälle. So können Geraden liegen. Jetzt haben wir das theoretisch. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns da ein Beispiel dazu anschauen.